Jahre 1851 lebte Virginia McDonald mit ihrem Vater in New York City. Nach einer langen, qualvollen Krankheit starb Virginia und wurde in Greenwood Cemetery in Brooklyn begraben. Kurze Zeit nach dem Begräbnis beharrte die Mutter Virginias darauf, dass ihre Tochter noch lebt und unverzüglich das Grab geöffnet werden sollte. Die Familie versuchte verzweifelt der Mutter zu versichern, dass ihre Tochter tot sei. Die Ärzte haben schließlich den Tod festgestellt und Virginia wurde bestattet. Aber die Mutter beharrte standhaft und letztendlich gab die Familie nach und ließ das Grab von Virginia exhumieren. Als der Sarg wieder geöffnet wurde, machte sich das blanke Entsetzen unter allen Anwesenden breit. Der Körper von Virginia lag seitlich und ihre Hände waren zerbissen. In England des 18. Jahrhunderts spielte sich folgende Tragödie ab. Als Madame Blunden in hohem Alter verstarb, wurde sie in der Familiengruft in Basingstoke bestattet. Das Gewölbe der Gruft befindet sich unmittelbar unter einer Schule. Am Tag nach der Beerdigung hörten zwei Knaben unheimliche Geräusche aus dem Gewölbe. Die Knaben riefen sofort ihren Lehrer herbei, welcher die Geräusche ebenfalls vernahm und sofort dem Pfarrer verständigte. Sie stiegen gemeinsam in das Gewölbe ab, öffneten unverzüglich den Sarg von Madame Blunden und wurden noch Zeugen der letzten Atemzüge. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Zu lange war sie schon im Sarg eingeschlossen. In ihrer Todesangst riss sie sich ihr Gesicht auf und biss sich die Nägel von den Fingern. Am 15. Jänner 1886 verstarb ein junges Mädchen in Woodstock, Ontario. Die Ärzte gingen vom plötzlichen Herzversagen aus und gaben den Leichnam zur Bestattung frei. Da das Mädchen an einem Freitag verstarb, wurde die Leiche in der Kühlkammer des Krankenhauses, welche sich im Keller befand, aufgebahrt, um sie am Montag zum Bestatter zu führen. Als der Bestatter am Montagmorgen im Krankenhaus eintraf, um den Leichnam zu überstellen, machte er eine erschreckende Entdeckung. Das Leichentuch des Mädchens war in Fetzen gerissen, ihre Knie bis zum Kinn gezogen und ein Arm unter ihren Kopf verdreht. Ihr Gesicht war schmerzverzerrt und trug den Beweis für eine schreckliche Folter. In Grenoble, einer Stadt in Südfrankreich, wurde im Jahr 1889 ein Gendarme lebendig begraben. Der Mann trank bei einer Hochzeit Unmengen an Wein und Schnaps, fiel bewusstlos vom Stuhl und erstarrte in einen tiefen Schlaf. Als der Gendarme nach über 20 Stunden kein Lebenszeichen mehr von sich gab und auf sein Körper die Steifigkeit einer Leiche aufwies, wurde er für tot erklärt und kurz danach zur Bestattung freigegeben. Als am Friedhof der Sarg in das Grab hinuntergelassen wurde, vernahm die Trauergesellschaft ein Ächzen und Stöhnen sowie Schläge aus dem Inneren des Sarges. Sofort wurde der Sarg hochgezogen und mit vereinten Kräften der Deckel des Sarges abgenommen. Aber es war zu spät. Im heftigen Todeskampf hat sich der Mann den Schädel an den Sargwänden eingeschlagen und verstümmelt. In einem kleinen Örtchen in der Nähe von Toulouse in Frankreich verstarb im Jahre 1838 ein Mann in seinen besten Jahren. Es waren kaum zwei Schaufeln Erde in das Grab geworfen, als man ein herzzerreißendes Wehklagen aus dem Sarg hörte. Der Totengräber erstarrte kreidebleich, drehte am Absatz um und lief weg, um Hilfe zu holen. Es verging einige Zeit und das Wehklagen und Klopfen aus dem Sarg wurde immer lauter. Die Trauernden versammelten sich rund um die Grube, konnten aber nur hilflos zuhören. Als der Sarg nun endlich wieder ans Tageslicht befördert worden war, konnte der Deckel abgenommen werden. Es war zu spät. Das Gesicht war schmerzverzerrt, das Leichentuch zerrissen. Ein anwesender Arzt bestätigte den Tod und der Sarg wurde wieder verschlossen. Am 8.
Dezember 1877 wurde eine Frau in England in der Annahme, dass sie tot sei, bestattet. In Wirklichkeit versetzte sich die Frau in einen tranceähnlichen Zustand und wachte nicht mehr auf. Als das Grab einige Tage später erneut geöffnet werden musste, um einen zweiten Leichnam zu beerdigen, wurde der Sarg unabsichtlich beschädigt und die Arbeiter konnten nicht fassen, was sie zu sehen bekamen. Die Kleidung der kurz zuvor beigesetzten Frau war komplett zerrissen, ihr Gesicht schmerzverzerrt und bei der Obduktion wurde festgestellt, dass ihre Gliedmaßen im Todeskampf gebrochen waren. Das Gericht verurteilte den zuständigen Arzt sowie den Bürgermeister zu je 3 Monaten Haft wegen fahrlässiger Tötung. Miss Hogwalt, eine junge Dame adligen Geschlechtes, eiferte der Hochzeit ihres Bruders entgegen. Am Tage des Ereignisses wurde die junge Dame scheinbar leblos auf einen Stuhl in der Küche gefunden und den Kopf an die Wand gelehnt. Die Hochzeit wurde trotzdem vollzogen und die medizinischen Untersuchungen im Anschluss zeigten, dass die junge Dame wohl vor lauter Aufregung an einen Herzinfarkt gestorben sein musste. Am Tag darauf wurde die junge Frau beigesetzt. Ihre Freundinnen konnten aber den unnatürlichen Glanz in den Augen der für tot Erklärten nicht vergessen und bestanden darauf, dass der Sarg wieder an die Oberfläche geholt und geöffnet werden soll. Es wurde entdeckt, dass der vermeintlich für tot erklärte Körper auf die rechte Seite gedreht war, die Haare ausgerissen sowie das Fleisch von den Fingern gebissen worden war. Im Jahre 1871 erkrankte die 17-jährige Mary Nora in Kalkutta an der Cholera und wurde für tot erklärt. Ihr lebloser Körper wurde sofort in einen Sarg gelegt, dieser wurde zugenagelt und gleich im Anschluss in der Familiengruft bestattet. 10 Jahre später, im Jahre 1881, verstarb auch der Bruder und sollte ebenfalls in der Familiengruft begraben werden. Als die Gruft geöffnet wurde, fanden die Bestatter den Sarg von Mary Nora am Boden liegend und das Skelett lag halb im Sarg, halb aus dem Sarg. Das Mädchen muss in der Gruft aus ihrer wahrscheinlichen Krankheitstrance erwacht sein, mit letzter Kraft den Deckel geöffnet und mit dem Sarg vom Podest auf den Boden gestürzt und gestorben sein. Am 20. Februar 1885 erkrankte der junge Mann an einem rätselhaften Fieber. Jenkins war kurz zuvor von einem längeren Asienaufenthalt zurückgekehrt. Das Fieber dauerte 20 Wochen. Jenkins war nicht mehr ansprechbar und zuletzt konnte keine Atmung und kein Herzschlag mehr festgestellt werden. Der herbeigerufene Arzt bestätigte das Ableben und die sterblichen Überreste wurden in einen Sarg gelegt. Obwohl der Bestatter dem Arzt seine Zweifel mitteilte, da die Leiche noch sehr geschmeidig, wenn aber kalt wirkte. Letztendlich wurde der Leichnam bestattet. Nach einigen Wochen wollte die Familie das Grab übersiedeln und ließ das Grab öffnen. Der Bestatter wollte das Skelett aus dem Holzsarg in einen Zinnsarg zum Zwecke des Transportes legen und beim Öffnen des Deckels machte er eine grauenhafte Entdeckung. Jenkins Leichnam lag nach unten gedreht, die Haare ausgerissen und es gab Kratzer von den Fingernägeln auf der Innenseite des Sarges. Jenkins litt wahrscheinlich an einer damals noch unbekannten Fieberkrankheit und wurde fälschlicherweise für tot erklärt. Im Jahre 1901 kam Madame Bobin mit einem Dampfschiff aus Westafrika kommend nach London und schien an Gelbfieber zu leiden. Die schwangere Frau wurde in ein Krankenhaus für Menschen mit ansteckenden Krankheiten gebracht. Aber dort erging es ihr schlechter und sie verstarb. Als der Körper in den Sarg gehoben wurde, bemerkte eine Krankenschwester, dass der Bauch zuckte und der vermeintliche Leichnam nicht kalt war. Niemand schenkte dem Beachtung und die sterblichen Überreste wurden begraben. Als die Krankenschwester dem Ehemann der Verstorbenen von ihrer Wahrnehmung erzählte, wurde der Sarg geöffnet. Das Entsetzen machte sich breit. Im Sarg befand sich ein neugeborenes Baby. Madame Bobin
war nicht tot und entband im Sarg ihr Baby. Beide erstickten im Sarg.